Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Disgaea 5. What in the human world are you doing? I can't believe you misfired that final skill when you had the perfect opportunity. And you were so confident. You got Red Magnus's hopes up for nothing. Indeed. Miraculously, we were somehow able to escape. But we easily could have been annihilated. Come on, don't all gang up on him like that. You're going to make Sorokin feel pitiful, Plin. Sorokin, it seems like you know the reason. I'm sorry, bro. I'm not actually Goldeon's apprentice. Wer hätte es gedacht? Ich. Past Struggles. Past Struggles, Part 2. I used to be a member of the Lost. Zero! You're one of the Lost! You lied to us! Calm down, Red Magnus. I love to fool people, but I hate when somebody fools me. Please, give me every last detail. Don't get me wrong. I'm no longer with the Lost. It's not easy to leave the Lost, Plip. Something big must have made you want to quit. Yeah. A lot of things happened. The reason I joined the Lost was simple. I didn't have any other way to survive. The Lost destroyed my home world and forced me to choose whether to obey or die. Ultimately, I chose to obey. And they gave me the task of taking care of the prisoners. I was able to stay alive, but I didn't have any hope. I lived without hope every day. Then, one day, I met my idol, Goldeon, the Great Demon Fist. He lost a fight with Demon Emperor Void Dark, and his ribs were severely injured. But I just couldn't believe it. I thought it was weird that Goldeon could have lost. As a caretaker, my priority was to heal his wounds. I was with him every day, taking care of him, cleaning out his wounds and replacing his bandages. That's when I noticed that his wound wasn't new. It was an old scar that had opened up. I fed him his meals until he recovered enough to freely move around. He didn't talk at first, but as time went on, he eventually opened his heart to me. It was like a dream come true, getting to talk to my idol. Every meal, every time I changed his bandages, I asked about the ultimate demon technique, and he always looked disgruntled. But I seriously wanted to get strong, so I told him I wanted to quit the Lost. Then, he taught me one move, and then more and more. I understand. And then you used the skills you learned to escape the Lost. Yeah, something like that. Train and material art training. Okay. So, hospital. Let's fix you up. So, wir sind alle heile. So, ich gehe nur mal eben in den Item Shop. Vorsichtshalber mir noch mal ein bisschen Schokolade kaufen. Aber ich habe den Moment, wie viel habe ich denn noch? Zeigt er mir das nicht an, wie viel ich noch habe? Ach, egal. Kaufen wir mal so 30. Und Egg York kaufen wir auch nochmal 30. Sicher ist einfach sicher. So. Ja, und gehen wir mal direkt in den nächsten Kampf, oder? Würde ich mal sagen. That Goldeon guy is calling for you. Killia, if you don't call him master, then he'll scold you and make you do 1,000 push-ups again. Huh. I won't call him master. I'd rather die. It's no use. Oh, Killia, do you know the name of this flower? I couldn't care less about the names of flowers.
This flower is called a Lise. Lise? Yes, it's the same as my name. That's the first time you've actually said my name. No, I just... I love this flower. I would spend every day simply staring at it forever if I could. If you like it that much, then you should just take it with you. What are you doing? Huh? Do you have any idea what you've just done? This flower was alive! Huh? Are you mad because I picked this flower for you? Then you shouldn't have a problem with this. What did you do? My overload skill, Alma Ice Sculpture. It can freeze anything in an instant, stopping time around it. How's that? Are you satisfied? Stupid! Stupid? This won't bring back the life that was lost. This world is all about survival of the fittest. The strong take from the weak. That's the kind of carnage I grew up in. What's wrong with that? I see. That is why you're weak. I'm weak? You're calling me, who used to be the feared tyrant overlord Kilidia, weak? Yes. Those like you, who have a weak heart, will always be weak, no matter how strong they get. Heart? Don't be stupid. Demons don't have such things. No, we do. You simply don't understand anything. That is why you've lost to my father. Oh, Lise ist die Tochter von Goldion. Please wait for me. I'll get revenge. Then. What's wrong, Sir Kilia? You look like you're deep in thought. Nothing. I was just thinking of something. Sorry for dragging you down. No, it's not that. I was thinking about something else. Oh, by the way, I've located Demon General Bloodis. His location is the Mobile Fortress Netherworld. Dark Testament. Dark Testament! That Netherworld is known for being the most brutal weapon ever, which has destroyed many other Netherworlds, Plip! That is super excellent! The strongest Overlord versus the most brutal weapon! Red Magnus will show him who's boss! Der immer, ey. Zorokin, I'd like to teach you the final skill. You're gonna teach me, bro? I myself haven't mastered it, but I'm gonna teach you everything Goldion taught me. I'll only be mimicking him, but it's worth a try. Okay, I won't let you down, bro. Please, teach me the final skill! Alright, you're probably missing the same thing I am. What could that be? The final skill is very powerful, and it can wipe out all maliciousness. It's a supreme ability. Because of that, it requires something very important. Heart. Heart? Yes. Someone taught me that. Heart. Okay. Dark Testament. Escort Fleet Mesher. Ich bin mal gespannt. Was jetzt abgeht. So, this is Dark Testament. I see. It certainly lives up to its reputation for being the most brutal weapon ever. Its impact is more akin to a battleship than a netherworld. I would like to have this. I didn't think we'd be able to get inside so easily. Do you think it's a trap? Auf jeden Fall. What is it, Zorokin? Bro. It looks like something's weighing heavily on your heart, too. I don't have any right to say this, but you won't be able to master the final skill like that. Weighing on my heart? I can't keep quiet about this any longer. Bro, everyone, please listen. There's something I have to tell you guys. You are still hiding more? It's not manly to not lay everything out in the open from the beginning. My, does the person who is keeping the destruction of his own netherworld a secret have any right to speak on this? Come on, everyone! Let's listen to Zorokin's tailclip! The truth is, I'm not even an overlord. Ja, ist doch klar, wenn du von den Lost kommst. I knew that the second I saw you. Huh? Do you have to be so cruel? As
that all you needed to say? I'm starting to crave curry, Blimp. No, I have something more important to say. Actually, I saw Goldeon turn into Demon General Bloodus, from beginning to end. Oh, now that should be an interesting story. Let's hear more about that. It happened after Goldeon started placing his trust in me. The members of the Lost started torturing him without waiting for his wounds to completely heal. I was taking care of him, so I knew how badly they were torturing him. The Lost were trying really hard to make Goldeon obey them, so they just continued his torture. But Goldeon wouldn't give in. He withstood countless hours of torture for days on end. Hearing his heroic legends, Goldeon was my idol. At that moment, I learned that his strength isn't just his power or skills. I don't know anyone who's as strong and dignified as he was. Goldeon is known as being an overlord whose netherworld is inside his heart. After what I saw, I think I understand what that means. I wanted to become strong like Goldeon, and he made me long for that once again. But what? Then, Demon Emperor Void Dark appeared. I see. So Demon Emperor Void Dark himself arrived and brainwashed him. I couldn't do anything. I wanted to stop him, but I was afraid of dying. And I just couldn't stop shaking. And then, finally, I couldn't watch anymore. So I ran away. That's natural, Plip. Even if you jumped in to try to stop it, you probably would have gotten yourself killed. No, that's just an excuse. I'm a worthless coward who didn't even try to save my idol. I just ran away. Tja. Zorokin, now I understand. But all that matters is what happens now, from here on. Do you plan to live the rest of your life blaming yourself? I don't want that at all. I don't want to live as a coward. And I don't want to die as one either. Then what will you do? I want to become a stronger man. I want to become stronger like Goldeon. Then become that man! Yeah. Huh? If that is what you want to be, then why don't you just be that? Du kannst alles sein, das du willst. You're saying that like it's so easy. Going to quit because it's difficult, Plip? At this rate, you're never going to be a strong man. No. I will become a strong man. Und genau, dass du das werden willst und den Willen dazu hast, zeigt, dass du schon ein starker Mann bist. So, neu arrangieren die Truppe, immer auf dem neuesten Stand bleiben hier. So, wir können da lang gehen. Können wir eigentlich... Moment, das muss ich mir mal von der Seite angucken. Ah, okay. Du. Wir ziehen einfach mal hier lang. Der Drache kann ja hinter uns aufräumen. Immerhin ist er so lahmarschig. Ach Mann. So, dann treffen wir wenigstens die noch. Red Magnus, natürlich. Evie. Izuna bleibt schön bei ihrem Vater und Erin.
Zack. Gut. Execute und End Turn. Können wir beides direkt machen. Pariert, aber auch irgendwie getroffen. Oh, Spin Attack. Die kennen wir doch. Die haben wir selber im Repertoire. So, stellen wir uns mal hinter die. Machen wir hier Giant Press. Ziehen wir erstmal durch. Obwohl, dann hätte ich mich auch nicht hinter die stellen müssen. Ja, an der kommen wir ja jetzt so nicht vorbei. Ja gut, dann muss ich die Nisse aber wegziehen. Zack. Execute. Ach, jetzt ist die nicht platt, ey. Ich fasse es nicht. Homing Eraser reicht nicht mehr. Probieren wir mal Top Shot aus. Yo, ist klar. Voll übertrieben. Voll viel daneben gegangen. Und Kamikaze am besten noch. Ist klar. Und voll kitschig. Moment. Wogegen ist sie denn allergisch? Die ist eigentlich gegen fast alles resistent. Dann nehmen wir einfach alle Elemente. Ha. Was? Target is too far from center? Wollt ihr mich verarschen? So, execute. Bam, 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 bam. So. Das musste so gemacht werden, damit wir auch hier weiter durch können. Weil man ja sonst nicht sich bewegen kann hier. Okay, end turn. Oh, da kommen die schön in einer Reihe. Da wäre natürlich schön gewesen, wenn ich meinen Red Magnus vorne gehabt hätte mit seiner Laminatattacke. Oder Larimat, wie auch immer. Egal, gucken wir mal, ob wir Giant Press mäßig hier noch was hinkriegen. Stellen wir die mal da in die Ecke. Ah, die wird von da aus bestimmt nichts. Ach du Scheiße. Die muss sich erstmal wieder SP anfressen. Okay. Kann ihren Vater überholen. Mein Gott, dass keiner von denen werfen kann. Sie kann werfen. Dann werf mal die Erin weiter nach vorne. Und jetzt kommt Red Magnus. Okay, end turn. Ah, jetzt sind die zu weit nach vorne gekommen.
Jetzt kann ich keine Giant Press mehr machen, weil sonst nehme ich alle mit, die da hinten stehen. Weil ich komme ja nicht weiter. Ich komme ja nicht an dem Feind vorbei. Es sei denn, wir erledigen den irgendwie. Ach, jetzt ist das eh vorbei mit Giant Press. Okay. Kann ich nichts, was eine Viererreihe macht? Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Obwohl, die sind gegen Feuer allergisch. Dann sollte ich doch lieber Hellfire machen. Da ist wenigstens Feuer mit drin. So. Sie soll mal Homing machen hier auf die Fraggles. So, das exekuten wir jetzt erstmal alles. Weil vielleicht komme ich dann mit der Laha nach oben hindurch, wenn ich den wenigstens das erste Schweinchen da wegkriege. Dann kann sie nämlich noch ein Stück durchgehen und Giant Press machen oder... Ah ne, Giant Press gibt es ja nicht mehr. Ist ja schon vorbei, die Phase. Moment, gegen was ist der? Eis. Eis, 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 Eis. Eis, Eis, Baby. Hol mal das Eis vom Kopf. So. Na also. Jetzt kann Laha weiter durchgehen. Man kann wenigstens ein schönes Special machen. Da. Jetzt nicht so mega gewesen. Vielleicht kann sie noch mal was machen. Sie ist ja hier die Eiszauberin von meinen. Jetzt nicht so mega. Ah, Moment, bevor ich sie weiterziehe. Lass mich erstmal den Drachen hier hochziehen. Und ihn. Und dann Evie. Und dann Red Magnus. So, heilen brauche ich ja eigentlich noch nichts megamäßig. Hier kann ich vielleicht noch gucken, ob ich... Jo, an die rankomme. Immer noch nicht kaputt, meine Fresse. Sie können wir noch vorziehen. Das war's aber dann auch. Wenn man diese Psychospielchen hier. Boah. Die benehmen sich wie Pilze, die Pilze gefressen haben. Oh, ich habe gar nicht geguckt bei ihr, wie das aussieht mit der Energie. Bei Laha. Könnte jetzt eng werden. Ich habe da nämlich nicht drauf geachtet gerade. Und dabei sind wir jetzt mittlerweile echt auf einem Level, wo man auf jede Kleinigkeit aufpassen muss. Da ich bin nämlich jetzt zum Beispiel sehr heftig am Struggeln hier schon. Sie erstmal.
Nee, ich möchte sie ja weiterkriegen mit ihrem Heilen und so. Ja, den ersten Wendern. So. Ja, da sieht man nämlich, die ist gut angeschlagen. Dann gibt sie... Obwohl, nee, ich kann ja noch eine. Doch, sie soll geben. Item... Schokolade. Oh, ein Level Up. Auch nicht schlecht. Ah, Moment. Kann sie noch das, den Homing Eraser? Nee. Aber wir geben ihr gleich wieder was zum SP boosten. Oh, sie kann auch Overload. Ach so, ja. Item. Egg York. Dann kann sie wieder Homing Eraser machen. Und zwar auch auf alle drei. Boah, die kriegen jetzt richtig auf den Sack, die drei. Und... Oh, tut mir leid. Post. Oder was auch immer. Ich muss mal eben an die Tür gehen. So, es war meine neue Kette. Ja, End Turn und Execute, oder? Wir machen erstmal Execute. Oh, sehr schön. Richtig abgeräumt. Das ist ein guter Run, diese Runde. So, mal eben von der Seite gucken. Okay, da haben alle was gemacht. Sie nicht, weil sie hatte auf einen gezielt, der ja jetzt weg ist. Dann kann sie nochmal Mega Fire auf ihn hier machen. Vielleicht reißt das noch was und dann End Turn. Das sieht immer voll pervers aus. Diese ganzen kleinen Eichelpilze, die da aus dem Boden kommen. Beide zurückgeschlagen. Hammer. So, okay. Wie weit könnte denn der Drache vor? Bis hier. Das ist das Maximum. Das ist schon mal gut. Das passt sehr, sehr gut. Sie ziehen wir zurück. Magnus. Na. Er kann nicht so weit angreifen. Ne? Lass mal den Drachen machen. Special, Double Flame. Double Flame ist ja schließlich, das ist ja irgendwie, ne? Na, so, sie macht wieder Special. Wieder den Palm. Palm, Palm, Palm. So, das sind die beiden an der Front erstmal. Die sollen erstmal machen. Und mal gucken, was wir dann weitermachen müssen. Vielleicht reicht das ja an beiden Fronten.
Dann können wir nämlich die anderen schon mal auf die weitere Wanderschaft schicken. Nee, das reicht natürlich nicht, war ja klar. Ich merke jetzt gerade auch. Ich hätte da gar nicht lang gemusst. Boah, das war doch mal richtig schön gemacht. So, von da oben kommt auch niemand mehr. Hä? Warum sind wir denn noch da? Nur noch wegen dem einen, ne? Ach, und ich mache hier so einen riesen Aufriss. Machen wir einfach mal Mega-Eis. Ach, meine Fresse, ey. Das hat mit der nie was wird, ne? So, Stage clear. Wir waren zwar schon mal besser, aber wir waren auch schon mal schlechter. I'm going to repeat this again. You need to conquer your heart. It doesn't matter how much you train or battle. You have to conquer your heart, or else you'll never activate the final skill. My heart? Maybe it's impossible for a weakling coward like me. A weakling on top of being a coward? What do you mean, Flint? After I ran away, leaving Goldeon to be brainwashed, I decided to fight the loss to make up for that. I wanted to make it up to Goldeon. I wanted to get revenge against the Lost by using the skills he taught me. But in the end, I'm still the kind of guy who runs away from my problems. Who abandoned my hero. Whenever I'm in a tough situation, I run away. I only fight enemies who are weaker than me. I'm just a helpless weakling. The one who's carrying on Goldeon's will. Truth is, I don't deserve to do that. I think you're wrong. You have every right to carry on Goldeon's will. What's that, bro? I don't want your pity. Zorokin, you saw me use the ultimate demon technique and boldly challenged me to a fight. During our battles with Bloodus, you risked your life to save us the first time and fought alongside us the second time. Didn't you do all of that for Goldeon? Am I wrong? Your heart that thinks about Goldeon. There's no question, it's real. Bro? Compared to me, you think about your master way more than I do. You can become an overlord who possesses a netherworld within his heart, just like Goldeon. Bro, you'd really accept me as an apprentice brother? Yeah. Bro! Stop. Get off me. Hold on a second. That is mine. Calm down, Seraphina. Spare him this one time, Flint. Despite what Killia says, he's actually good at looking after people. It's hard to believe he's a demon. I agree. I can't believe any demon could be like this. But thanks to him, Zorokin was able to take care of what was weighing on his heart. Now, all we need is for Zorokin to overcome that and activate the ultimate demon technique final skill. Ja, das sagt sich immer so leicht, ne? Tja, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.